herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen und vor allem gesunden Workshop-Reihe Power Smoothies für Krebspatienten und natürlich auch Patientinnen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid und schaut, was wir heute hier in diesen Mixer werfen. Mein Name ist Julia Josten, aber ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, denn ich habe mir also gourmetvolle, aber vor allen Dingen fachkräftige Unterstützung geholt. Steht schon neben mir, das ist Dr. Klaas Wessler, Lungenfacharzt aus Hamburg. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir zusammen für Krebspatienten, für letztendlich vielleicht Beeinträchtigte hier einen tollen Mix machen können mit Smoothies, die nicht nur gesund sind, sondern auch gleichzeitig Therapie sein können. Die können viel beitragen zum Erhalt der Gesundheit, aber auch vielleicht Gesundheit wiederherstellen. Und da ist aus den verschiedenen Zutaten einiges zu erreichen. Absolut. Darum geht es nämlich. Wir wollen euch quasi etwas an die Hand geben, was also einfach unterstützend ist, was auch vielleicht irgendwelche Nebenwirkungen während einer Therapie minimieren kann und was auch Spaß macht und einfach gesund ist. Kann man denn pauschal sagen, dass Smoothies mal generell für Krebspatienten positive Effekte haben? Ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass so ein Smoothie zwischendurch einfach was ist, was die Ernährung einfacher macht. Viele kleine Portionen, auch der Mix. Wir haben zum einen natürlich Ballaststoffe, die wichtig sind, dass überhaupt die Magen-Darm-Funktion erhalten wird. Das haben wir in verschiedenen Getreiden. Wir haben des Weiteren an Nährstoffen Energieträger. Und die sind natürlich wichtig dafür, dass der Körper überhaupt sich gegen diese Erkrankung zur Wehr setzen kann. Als weiteres in den Nährstoffen sind sowas wie Spurenelemente zu nennen, zum Beispiel Zink, aber auch andere Elemente, die einfach der Körper in einer verschiedenen Dosis und Form braucht. Und dann natürlich noch die Vitamine, die überall drin sein sollten. Auch die Vitamine sind für die normalen Körperfunktionen, für Enzyme, für Proteine wichtig, dass einfach alles wieder normal funktioniert, weil der Tumor viel Kraft, viel Energie wegzieht, auch Spurenelemente absaugt und die braucht der Körper, um sich dem entgegenzusetzen. Und das Ganze soll Spaß machen und ihr sollt zu Hause natürlich auch etwas zu tun haben und den Mixer selber befüllen. Das Ganze ist ein Baukastensystem. Wir haben immer eine Basis. Das kann also sein Joghurt, Wasser oder zum Beispiel Kokosmilch oder auch Hafermilch. Dann soll natürlich Geschmack hinzukommen. Das, was euch Spaß macht, Mango, Blaubeere und was Nahrhaftes. Also die Haferflocken, die Chiasamen oder auch ganz toll Leinsamen. Da gibt es ja auch Leinsamenöl, was man hier und da auch mal ein bisschen dazu träufeln könnte. Und ja, wenn es dann noch ein bisschen erfrischend sein soll, vielleicht hier oder da noch mal einen kleinen Eiswürfel. Also so einfach ist es gemacht und deswegen würde ich sagen, wir fangen an am Mixer. Ja, den ersten Smoothie, den wir für euch machen wollen, der ist vor allen Dingen gegen entzündete Schleimhäute. Wie kann man euch dabei unterstützen? Und ich nenne ihn jetzt einfach mal ganz pauschal den Mango-Smoothie. Da kommt natürlich noch ein bisschen mehr rein. Was genau seht ihr gleich? Klar ist vielleicht erstmal grundsätzlich die Frage, warum sind denn die Schleimhäute von Krebspatienten häufig so angegriffen? Also das kann viele verschiedene Ursachen haben, dass Schleimhäute gereizt sind, entzündet sind. Zum einen natürlich durch Chemotherapien, durch Strahlentherapien. Gerade eine Strahlentherapie hier im oberen Bereich der Lunge, zum Beispiel in der Bereich der Speiseröhre, im Bereich der Lymphknoten zwischen den Lungen, die führt dazu, dass die Speiseröhre komplett verbrannt ist. So kann man sich das vorstellen, wie bei einem Sonnenbrand. Und jeder, der schon mal einen Sonnenbrand gehabt hat, der weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn man das allein berührt und wenn jedes Mal die Nahrung da langkommt, dann ist es so, dass da viele Probleme entstehen. Und die Schleimhäute an sich können diese kleinen Aften haben. Mhm. Man kann aber auch eine Geschmacksveränderung haben. Das heißt, nicht nur die Schleimhäute an sich sind gereizt, sondern auch der Geschmack verändert sich, sodass alles, was man in den Mund nimmt, schon zu Übelkeit führt. Mhm. Und auch hier kann man mit den Smoothies viele Dinge machen, die genau das schon erleichtern, dass man überhaupt was zu sich nimmt. Wir fangen mal mit dem ersten an. Das heißt, wir beginnen immer mit der Basis. In dem Fall, Klaas, ist es Joghurt. 250 Milliliter habe ich gelesen. Und jetzt wieg mal. Ja, wir haben ja eine ganze Packung. Das heißt, die Hälfte von dem Joghurt benutzen wir jetzt für unsere Basis von dem Smoothie. Letztendlich ist ja ein bisschen mehr oder weniger auch nicht schlimm. Es kommt ja nicht exakt auf die Milliliter- oder Milligrammanzahl an. Hauptsache praktisch das Verhältnis stimmt. Ja, ich sehe schon, du hast Fingerspitzengefühl beim Joghurt. Ist das jetzt Vollmilchjoghurt, also 3,5 oder 1,8 oder 0,1? Wie ist das? Es wäre sogar gut und günstig manchmal, wenn das sogar mehr Fettanteil hat, weil Fettanteil sind Energieträger und gerade über den Joghurt und die verschiedenen Fettstufen können wir es erreichen, dass der Smoothie unterschiedlich viel Energie enthält. Und die Energie ist wichtig, weil gerade wenn Patienten abnehmen und das Gewicht nicht halten können, weil sie zum Beispiel
wegen entzündeten Schleimhauten zu wenig zu sich nehmen können an Nahrungsportionen, dann können wir hierüber einfach den Energieanteil deutlich erhöhen. Und deswegen können wir mit der Fettstufe bei ganz vielen verschiedenen Smoothies spielen. Ja, zum Naturjoghurt oder Milchprodukten allgemein gibt es natürlich auch ganz viele unterschiedliche Varianten und Alternativen. Also meinetwegen Hafermilch, Mandelmilch, Sojajoghurt, Cashewjoghurt. Also da ist auf jeden Fall Vielfalt geboten und man kann den Naturjoghurt oder eben auch die Vollmilch dadurch ersetzen. Jetzt wollen wir natürlich was für den Geschmack tun. Jetzt kommen wir also hier zu der Mango, das ist eine. Und ich bin immer für den Geschmackstest zuständig. Lieber Klaas, du darfst mitmachen. Perfekt. Perfekt. Also Reifegrad stimmt hier. Dann geht's los. Die Mango einmal hier rein. Gibt es jetzt bei entzündeten Schleimhäuten, ich denke mal Zitrone oder sowas wäre jetzt nicht so gut, also alles, was so sehr säurehaltig ist, sollte man da auf irgendetwas achten? Ja, ich glaube, dass man selber natürlich, wenn man sich das selber zusammenbaut, da automatisch drauf achtet. Gerade sowas wie Zitrone enthält natürlich viel Vitamin C, aber sollte man dann vielleicht eher, gerade bei entzündeten Schleimhäuten, eher darauf verzichten und andere Stoffe nehmen, vielleicht ein bisschen süßer machen, vielleicht Blaubeeren dazu oder irgendwas. Also man kann es ja frei gestalten. Wir haben jetzt dafür ausgesucht, etwas sehr Neutrales, was aber für die Elektrolyte ganz gut ist. Du kennst es von den Tennisspielern vielleicht. Ich wollte gerade sagen, im Sport natürlich sehr beliebt, die Banane. Das A und O ist sättigend, aber trotzdem enthält es viele Elektrolyte, viel Kalium. Das heißt, auch hier kann man den Haushalt wieder auffüllen. Sehr gut. Also schälen kann ich. Muss ich jetzt irgendwie hier schnibbeln? Das könnte ich. Das könntest du machen. Das finde ich ganz gut, weil das Ganze nennt sich ja hier auch Teamwork. Also zu Hause könnt ihr natürlich alle auch mit einspannen, wenn ihr vielleicht keine Lust habt, die Mango zu schneiden zum Beispiel. So, die erste Banane ist durch. Zack. Guck mal, der Mann, der kann was am Messer. Das sehe ich gleich. Grundsätzlich denke ich mal, wenn man jetzt so angegriffene Schleimhäute hat, ist wahrscheinlich auch so was Erfrischendes, was Kühlendes recht angenehm, oder? Ja, kühlen, total super. Das kann man jetzt machen, indem man den einfach in den Kühlschrank stellt. Oder wir könnten zum Beispiel Tiefkühlfrüchte hinzufügen oder halt Eiswürfel. So, jetzt habe ich hier eine wunderschöne Schale mit Eiswürfeln. Wie viele darf ich jetzt da so? Ich würde, glaube ich, erstmal mit so 5, 6 anfangen und dann guckt man mal, wie kalt es wird. Weil das, was ja auch passieren kann, ist, dass man es zu kalt macht. Das ist ja auch sehr unangenehm, sondern es soll alles im Wohlfühlbereich sein. 5, 6 heißt bei mir eine gute Handvoll. Also so ungefähr, tschack. Also Eiswürfel kann man gerne in so einen Smoothie hinzufügen, wenn man vor allen Dingen die Schleimhäute beruhigen will. Eiswürfel, dieser kühlende Effekt von dem Eis und der Temperatur führt dazu, dass die Schleimhäute des Mundes, aber auch der Speiseröhre runtergekühlt werden. Das ist dann sehr angenehm. Gerade wenn man ein Brennen hat oder so offene Stellen im Mund, ist das eigentlich ein gutes Rezept, um da Linderung zu erhalten. So, jetzt braucht man natürlich noch was für die Naschkätzchen. Es soll ja auch schmecken und zwar nicht nur gesund, sondern auch ein bisschen Spaß machen. Und die Naschkätzchen unter uns müssen auch bedient werden. Also Honig oder was tut man da rein? Eigentlich tatsächlich egal. Also wichtig ist wirklich, dass es schmeckt, weil Genuss und Lebensqualität ist, glaube ich, das A und O in so einer Situation. Und man darf sich da auf gar keinen Fall was verbieten. Und wenn man da einen Löffel Zucker reinmacht, dann ist das okay. Im Volksmund sagt dir jeder heutzutage, du, Zucker ist das neue Rauchen, das ist einfach schlecht. Und jetzt sagst du, nee, es muss aber Hauptsache schmecken. Also wie kann ich das jetzt zusammen? Das sind ja auch unterschiedliche Situationen. Ob du jetzt Fitnessmodel bist und dann praktisch den perfekten Körper haben willst oder ob du zusätzlich zu deiner Therapie bei einer Krebserkrankung dir selber noch was Gutes tun willst. Und gerade hinsichtlich des Zuckers ist es ganz wichtig, es gibt viele Theorien. Eine davon ist, dass man keine Kohlenhydrate zu sich nehmen kann. Die Idee dahinter ist, dass wenn der Tumor keine Kohlenhydrate kriegt, wächst er nicht mehr. Also ihn quasi aushungern lassen. Ihn darüber liest aushungern. Man ja auch. Genau, und das ist tatsächlich total falsch, weil der Tumor holt sich die Energie eh. Also der holt sich das aus Muskeln, der baut das aus anderen Geweben ab. Dem ist das egal. Nur der Körper ist der Verlierer, weil der Körper wird weniger und weniger, sodass wir auf gar keinen Fall empfehlen können, sich kohlenhydratfrei zu ernähren, sondern eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit kleinen Highlights für die Lebensqualität ist, glaube ich, das Richtige. Also das war für mich jetzt einfach nochmal ganz, ganz wichtig, das zu verstehen und hier vor allen Dingen auch in der Tat Aufklärungsarbeit zu betreiben. Jetzt komme ich wieder auf meine Naschkatzen. Also, jetzt haben wir hier den Agavendicksaft, mit dem könnte man süßen.
Dann bei dir steht, glaube ich, der Akazienhonig. Ich wäre ja ein Freund vom Honig. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Der ist doch auch entzündungshemmend. Deshalb, der ist auch etwas entzündungshemmend. Das ist tatsächlich richtig. Da sind Stoffe drin, die auch entzündungshemmend sind. Und mein Nachbar ist Imker, deswegen wird also bei uns mit Honig geimpft. Die Bienenwelt. Dann auf die Bienen. Dann das überlasse ich dir. Ich glaube, wir tun da so 1 bis 2 Löffelchen. Ich sage auch mal gerne frei nach Schnauze. Ich schmeiße da immer in die Pfanne und dann muss es schmecken am Ende. Und einen für den Geschmack. Okay, also der Klaas mag es süß. Das ist richtig. Habe ich jetzt irgendwas vergessen, Klaas, oder können wir jetzt hier quasi den Pott mal zumachen? Wir hätten ja auch die Chance, wenn das Ganze fertig ist, nachträglich noch was hinzuzufügen. Okay, also wir schmecken erstmal ab, heißt das. Gut, dann auf los geht's los, oder? Ready, set, go. Gut. Wie heißt es immer so schön, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, jetzt kommt die Kür, jetzt kommt natürlich die Verkostung. Und jetzt sag ich dir mal, ob das schmeckt, was du gesagt hast, ich hier reinhauen soll. Es gibt ja Smoothies, die auch ganz fürchterlich aussehen, je nachdem, was man reintut, aber der sieht ja wirklich toll aus. Cheers, mein Lieber. Vielleicht etwas dick. Vielleicht noch einen Schluck Wasser dazu. Mhm, hätte ich jetzt auch gesagt. Schmeckt jetzt gerade so wie Mango-Joghurt, aber soll ja nahrhaft sein, also auch schön. Also Klaas, ich bin zufrieden mit unserem Werk, da sage ich nochmal Stößchen. Für unseren Mango-Smoothie, da braucht ihr also, wie ich schon hochhalte, eine Mango, dann 250 Milliliter Naturjoghurt als Basis, eine Banane, wieder zum Süßen etwas Honig oder auch Agavendicksaft und für die Schleimhäute, damit die schön gekühlt werden, gerne etwas Crushed Eis oder Eiswürfel.